Ja, jetzt müssen wir auf den nächsten warten, der sich hinflackt. Es ist ja schön, dass wir die hier haben, Leute, aber wir müssen irgendwann auch eine Schnüfflermaschine bauen. Die das automatisch mit einem Grasblock, Leute, und 8 Trichter drumherum. Und dann so ein 10x10 Feld oder so. Mit 2-3 Schnüfflern drin. Das wäre, glaube ich, besser als das hier. Wir packen es auf die Liste. Das könnten wir machen, da müssen wir nicht extra warten. Es ist, schnüffelt ja jetzt gerade keiner. Das heißt, ich verpasse nichts. Wir gehen kurz nach Hause, liefern den Knochen ab, erweitern unsere To-Do-Liste, Leute. Das könnten wir eigentlich auch, genau wie die Schildkrötenfarm, da drunter bauen. Unter den Schnüfflern. Wisst ihr noch, Leute, als wir damals einfach hier so durchtauchen konnten und jetzt geht das nicht mehr, weil wir fertig sind? Oder fast. Naja. So, wir räumen jetzt erstmal den Knochen weg. Der müsste hier reinkommen. Ah, Mist. Ich glaube, der kommt jetzt zu den Schnüfflern. Weil, ja, möglich. Okay, egal. Das sehen wir dann. Und dann Buch nehmen. Rechtsklick. So. Automatische Schnüfflerfarm. Fertig, nicht signieren. So. Und dann hätte ich gerne, dass hier wieder das geheime Lager steht. Sehr schön. Ja, wir brauchen noch 3 Fackellilien-Samen, Leute. Wenn wir Glück haben, bekommen wir jetzt 1 oder 2, wenn wir wieder zurückgehen, weil sie in der Zwischenzeit gesucht und gefunden haben. Au, das tat weh. Ja, ein haben wir. Da haben wir noch eine Kannenpflanze. Und hier nochmal. Okay. Ihr zwei dürft jetzt mal. Nur noch ein Ei, Leute. Nur noch eines. Wir brauchen nur noch 2 Fackellinien-Samen. Und er hier schnüffelt schon, merke ich gerade. Jetzt aufgehört. War es vielleicht da hinten oder hat es nicht erreicht? Ist ja blöd. Vielleicht sollte ich draußen warten, bis sich einer hinflackt. Hinlegt. Dann kann ich ihnen nicht den Weg herumgehen. Denn ich glaube, die haben jetzt 2-mal abgebrochen beim Schnüffeln.
Nur weil sie mich gesehen haben. Einmal danach sofort wieder angefangen, aber... Hier tatsächlich... Der zweite dann nicht mehr. Der hat nichts gefunden. Nacht wird es. Es legt sich keiner mehr hin, Leute. Wie lange dauert es bis... Oh, da! Da wird einmal geschnüffelt, Leute. Da wurde etwas gefunden. Und die anderen vier, die machen irgendwie eine Rangelei. Das hole ich mir. Ja, fuck, wir sammeln noch einmal, Leute. Ja, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich kann dich aber nicht streichen. Ich kann dich leider nur schlagen. Deswegen lasse ich es. Einen jetzt nur noch, Leute. Nur noch einmal Fackellinien-Samen, dann sind wir hier fertig und können wieder runter. Welches wird sich als nächstes hinlegen? Zumindest vier von ihnen sehe ich, dass sie noch nicht schnüffeln. Keiner von denen schnüffelt, leider. Oder sagen wir mal so, sie schnüffeln ja die ganze Zeit, aber sie haben leider noch nichts gefunden. Nicht wieder. Kommt zum Glück auch keine Monster. Oh, da wird geschnüffelt, Leute. Da wurde etwas gefunden. Ich glaube, eines der Füchse wird gerade massakriert. Es wurde nichts gefunden, Leute. Er hat einfach aufgehört zu suchen. War es vielleicht außerhalb? Konnte er es nicht erreichen? Ist natürlich dann ein bisschen blöd. Aber die automatische Farm wird besser sein, Leute. Vielleicht mache ich dann in der Mitte einen Zugang. In der Mitte hier runter einen Zugang. Und... Boah, das wird so toll. Okay, einen zumindest erwischt. Nicht waren beide geplant. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob beide eine Phantomhaut haben fallen lassen. Und ich habe auch nicht aufgepasst, ob etwas gefunden wurde. Aber das sehe ich dann nach, wenn ich zufällig etwas herumliegen sehen sollte oder wenn das nächste gefunden wird. Zumindest habe ich nicht gehört, dass sich jemand hingelegt hätte von den Schnüfflern.
Sie finden einfach nichts, Leute. Doch, da! Hab ich grad. Nein. Ja! Und da wird gerade, glaube ich, das nächste gefunden. Das könnten wir noch mitnehmen, Leute. Da wird das nächste gefunden. Ja, super. Ich stand fast drauf. Nochmal Fackellinien-Samen, super. Oh, oh, und hier gleich nochmal, Leute. Also die das möchte ich natürlich ausnutzen, Leute. Wenn wir hier gleich etwas haben können. Okay, es ging in den Zaun und... Oh. Super. Ah, jetzt muss ich raus. Bist du auch gerade eben Ups. Was habe ich da erwischt? Wo ist beim Pfeil gelandet? Müsste irgendwo hier sein. Bist. Das ist echt gerade lästig hier. Das ist bei den Tieren passiert. Okay, erstmal Pfeil A. Habe ich ihn aufs Dach geschossen? Das wäre natürlich super. Dach und Dach oder Fluss? Oder Teich? Nein. Baum? Die sind auch noch auf alle vier. Okay. Dann sehen wir mal kurz den anderen nach. Wo der hingekommen ist. Ich meine, ich habe ihn gerade hier irgendwo brennen sehen. Nein. Es liegen aber auch nirgendwo Erfahrungspunkte herum. Also scheine ich nichts getötet zu haben. Und vor allem, ich habe von hier, das müsste ungefähr hier heruntergekommen sein. Also ich habe nichts hier draußen getroffen, ich habe nichts hier drinnen getroffen. Naja. Es ist Tag, Leute. Holen wir uns doch das und dann gehen wir. Ja, Glückwunsch. Der Pfeil hier, ich dachte, ich hätte gesehen, wie er ganz knapp hier eingeschlagen hätte. Irgendwo. Entweder knapp nicht da oder knapp drüber, aber er ist hier nirgends. Vielleicht habt ihr gesehen, bessere Augen und wisst, wo er ungefähr oder ziemlich genau, wo er runtergekommen ist, der Pfeil. Beide Pfeile. Vielleicht habt ihr vielleicht auch gesehen, im Gegensatz zu mir. Oder habt vielleicht irgendwo Erfahrungspunkte herumliegen sehen bei den Tieren, die ich nicht bemerkt habe. Naja.
Habe ich das Segel? Ja. Na gut, Leute, dann räumen wir jetzt auf und dann gehen wir wieder runter. Da war ein Delfin, aber ich habe gar keinen Bonus bekommen. Kein Boost. Schade. So, Fackellinien-Samen kommen hier rein. Phantomhaut und Spinnenfäden kommen runter. Und dann gehen wir runter. Dann danach kontrolliere noch mal kurz, ob wir auch wirklich alles, was in dieser Truhe war, haben. Und ja, da sind auch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wir haben aber nur 6 mal Wolle, das heißt, es sind 26. 26 Truhen müssten das sein. Nummer 26. Ah, ich habe den Honig nicht da drin. 27. Dann muss ich ja gleich mal hier umräumen, Leute, denn den Honig habe ich eigentlich hier drin. Das wäre dann auch der Honigblock. Das heißt, ich brauche noch einen Platz für den Honigblock. Nein. Honig war... Was? Okay. Honigflasche bekommt man mit Honigblock und 4 Flaschen bekommt man 4 Flaschen Honigflasche. Honigblock bekommt man mit 4 Honigflaschen. Das heißt, der Honigblock ist eine bessere Aufbewahrungsmethode für Honig und ist damit ein Nahrungsmittel. Kommt er nicht hier rein, Leute? Der Honigwabenblock, wofür ist der? Mal kurz nachsehen, Leute. Der Honigwagenblock dient ausschließlich der Dekoration, einen anderen Nutzen hat er nicht. Das steht oben, Leute. Bei Eigenschaften. Bei Verwendung steht aus, als Dekoration hat der Block keinen Nutzen. Er ist nicht als effiziente Lagermöglichkeit für Bienenwaben nutzbar. Da er sich nicht zurückverarbeiten lässt. Oh! Eine Honigwaben. Ja, das ist natürlich blöd. Dann ist es ein Dekorationsblock. Und nicht hier. Okay. Honigwabenblock, also nein. Und Honigblock auch nein. Aber Honigwabe, ja. Da müssten es 27 sein. Das heißt, die eine Truhe am Ende, die wir jetzt gemacht haben, Leute, plus 13 Truhen pro Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und die letzte. Ja, super. Das ist sehr toll. Okay, dann machen wir das hier mal in die Produktion. Und ja, hier ist jetzt das ganze Zeug drin. Dachte mir gerade, warum brauche ich jetzt den sechsten? Weil ich das hier vergessen hatte. Okay, schön. Damit ist das auch fertig und ich kann hier das Zeug wieder reinpacken. Und es geht hier einfach durch. Oder ist auch schon durch. Super. Damit sind wir da jetzt erstmal fertig, Leute. Ich wüsste jetzt nichts, was man von Tieren noch bekommen könnte.